ich werde euch heute ein Schleichvideo machen. Und ja. Hier sind alle meine Schleiche. Entschuldigung, dass hier ein Pferd rumliegt. Und ja. Und ja, eigentlich wird hier alles steht und so, aber jetzt alles hier ungefähr nicht. Schon. Ich zeig euch einfach heute so einen Reiterhof und ja, was ich alles für eine Schleiche so ein bisschen habe. Also das ist ja jetzt der Reiterhof. Kennt bestimmt ganz viele. Also ja. Er ist einfach so gut. Also ich habe den jetzt schon 2 bis 3 Jahre. Und ich empfehle ihn euch. Und ja, hier haben wir einmal die Zöpfchen. Jetzt gerade zwei Zöckern. Das ist Zöpfchen. Könnt ihr mir eigentlich noch einen besseren Namen in die Kommentare schreiben? Weil ja, Zöpfchen finde ich jetzt noch nicht so gut. Deswegen, ja. Dann haben wir hier die Kleinen. Ja, da habe ich extra einfach. Da hole ich die mal raus. Da haben wir eigentlich Braun. Der heißt eigentlich Nutella. Aber, naja. Ich bin 9 von ihm, also, ja. Schreibt mir mal in die Kommentare, wie er heißen soll. Und nennt ihn erstmal Braun. Fleck. Ja, dann haben wir hier die. Also, die weiß ich noch gar nicht, wie die heißt. Die habe ich jetzt ein halbes Jahr. Die ist jetzt. Ja, so ein richtiges schönes Pferd. Die wollte ich schon immer haben. Wieso nicht? Die ist ein bisschen was Gummi. Und passt auch kein eigentliches Zahnzeug. Und. Ja. Also, das ist jetzt die. Ja. Der verbrauchendes Pferd erstmal, wenn ihr einen Namen für sie hat. Dann haben wir Hochspringer. Er heißt Muffin. Muffin. Und dann haben wir Brownie. Ja. Und dann hole ich mal die nächsten. Und ich glaube, das sind jetzt die Turnierpferde, die ich jetzt hier rausholen werde. Das sind die Leine. Ja, wir sind Leine. Also da haben wir einmal Blitz. Blitz. Noch ein altes. Dann haben wir das neue. Jetzt hat er sie jetzt gerade nicht richtig, deswegen vielleicht nicht. Und Storm. Die sind zusammen. Und ja. Und dann kommen wir zu den Schulpferden. Da ist auch Mina dabei. Einmal Karamell. Ne, Karamell. Oder Blümchen, weil die so eine kleine Blume hat. Und dann haben wir noch Stadtzeller. Und dann haben wir hier Weißling. Die heißt eigentlich so Karamelle, also Karamellbrownie, also Brownie heißt die. Ich verwechsel immer die Namen mit Karamell und Brownie. Also es ist Brownie. Die ist mega schön und groß. Ich wollte die schon drüber haben. Ich habe sie geholt. Ich weiß nicht mehr für welchen Preis. Und dann habe ich noch Lucky. Da ist so eine braune. Das ist Lucky. Und dann haben wir noch die Frau von Lucky, die heißt Licky. Also ich weiß nicht, warum ich die Licky genannt habe, aber ja, dafür könnt ihr auch gerne auch einen Namen gerne schreiben. Ja. Und ich sitze gerade. Dann habe ich noch Menschen, die haben ja auch Namen. Das ist Mona. Die
ist diese. Mir fällt alles gerade runter. Mona, die grüne hier. Die würde ich painten oder so. Oder Lara. Das ist die Lara blau. Die werde ich nicht painten. Und dann ist da, ja, ist das die Mutter von den beiden, also von einem von den beiden. Das ist die Bara. Ja. Die habe ich mit in diese Reihe bekommen. Und dann, ups, nichts passiert, haben wir dann noch hier am Anhänger. Hier ist eigentlich auch gut, ich habe das jetzt nicht gemacht, so schön. Ja, dann werde ich euch später zeigen. Und dann haben wir hier noch hier der kleine, oh Gott, ich hole den mal raus. Oh, mit einer Hand ist das so schwierig. Ja, und die Tür geht immer weiter ab und weiter. Ja, mach ich später drauf. Ich darf nicht mein Gesicht zeigen. Okay, ich zeige schon mein Gesicht. Aber ich in das darf ich nicht. Also das ist der Fabian. Der fährt im Auto, wie man sieht. Der setzt sich gerade hin. Ne, nee, fährt alles an. Ne? Entschuldigung, aber meine Nägel so scheiße aussieht. Ist mega cool. Also cool. Also niemand spielt ihn. Nur das Auto spielt. So. Ihr geht als Fabian so ein schlechter Fahrer, aber naja. So aus. Und hier sind dann noch so Blumen. Nur an einer Seite. Ups. Tschack. Boah, das ist so schwierig, alles durch die Kamera. So. Und auf der anderen Seite sind diese Teile hier ab, weil ich die gar nicht gut finde. Naja. Ja. Dann werde ich Tschüss sagen.